Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 19 Metze Power. Power Metze League One. Mit dabei ist der Ending. Tatsächlich? Taschenlampen wurden ausgegeben Ja. für das Kellerderby, also Kellerduell. Ja, es ist eine weite Anreise gewesen, auf jeden Fall, wenn wir jetzt Österreich betrachten, von den Altachern ins Oh Burgenland. Mann, ich höre dich wieder leise. Entschuldigung. Ich kann aber Ist nichts das wieder dafür. knackst? Nein, war nix. Ja, beide stehen mit 0 Punkten da. Das nach zwei Spielrunden. Jetzt vielleicht der Erste, der sich aus dem Keller befreien kann und schafft er. Der Trainer schenkte ihm diesmal das Vertrauen. Er hat noch nie gespielt. Der Trainer hat sich gedacht, wurscht, du spielst. Ja, 8. Minute 1 zu 0. Das fängt nicht so gut an für die Alterer. Oh! Auf das war ich jetzt nicht gefasst. Gott sei Dank war der Das Winkel war schon zu da, ja, der war spitz. zu spitz zum Direktschießen. War wichtig, dass der Torwart zu weit rausgelaufen ist. Ja, das stimmt. Also, die Seit- und Rückfalls, sie haben es gerne einbaut. Das sieht man jetzt Aber es überhaupt ist eigentlich. eh gut eigentlich. Ja, eh. Ich meine, es ist logischer zum Annehmen manchmal, als wenn sie sich so irgendwie wegdrehen und dann irgendwie versuchen. Das stimmt. Aber wir haben noch kein Tor so gesehen. Ne? Oh, das war abseits. War das nicht in irgendeinem FIFA eh mal ein Erfolg? Er war es, ja. Aber ich weiß nicht mehr welchen. Ja, Aigner heute das Vertrauen bekommen. Sein erstes Spiel. Boah. Ah, oh, schön. Wäre es gewesen. Oh, wichtig. Cesar Ortiz klärt denn da gut. Boah, Alter. Ja, es ist aber ein Duell, muss man sagen, für beide eigentlich schon so ein bisschen zum Zittern eigentlich. Weil man nach drei Runden quasi keinen Punkt hat und ich glaube, beide haben dann drei Matches selber gespielt. Läuft dann auch ein bisschen so die Zeit, sage ich, vom selber Spielen weg. Dobras. Oh. Boah, da kommt keiner leider hin. Ja, Mattersburg spielt es gut auf Konter ausgelegt. Oh, der war ganz Oh, wichtig, der dass war er den wichtig hat. jetzt. Da war jetzt zwei frei. Ja, ich bin beide gut auf Konter. Ja, ist auch die Frage, ob man den rechten Mann sich dann auch leisten kann. Sollte man absteigen? Ja, das stimmt. Bellarabia nur auf Laie da. Oh mein Gott! Wer war das? Den schicke ich ein Dankeschreiben, Alter. Pissinger. Kann der Pissing eigentlich drauf scheißen?
bisschen zu eigensinnig war das jetzt. Renner, ja. Wow. Habe ich irgendwie kommen gesehen, dass der Konter sehr gut aussieht. Renners erster Treffer der hier auch in der Bundesliga. Ja, sehr ausgeglichen auch mit den Torschützen. Es ist eigentlich alles ziemlich eng, muss ich sagen, und alles sehr spannend bis jetzt. Man kann nicht sagen, dass ein Spiel bis jetzt, sage ich mal, eine Abschlachtung war, sozusagen, oder? Wenn ich mich da erinnere an unsere Bewerber, immer Champions League und so weiter, da gab es schon Spiele manchmal. Da gab es viele Spiele, die sind, aber seit der WM ist das eigentlich sehr schön eigentlich. Man darf auch noch Spiele geben. Aber ich glaube, die wird es hier auch geben, dass mal eindeutige Spiele dabei sind. Ja, habe ich mal gedacht. Wahrscheinlich ist auch bei mir jetzt einer verletzt. So lang wie der liegen blieb ist. Falsch. Das war ein bisschen heftig. Danke. Aber warum passt du denn einen Meter neben dir? Ich sag mal, zweite Liga tut mir noch nicht so weh, wenn irgendwelche Mannschaften abfallen. Es tut schon weh. Aber dann, wenn sie. Es tut schon weh. Naja, schon noch, aber wenn sie dann ganz weg sind, weißt du, wie ich meine? Zumindest eine Saison. Ja, wenn sie in der. Also von der Bundesliga die Mannschaften, die tun mir sehr weh. Ja. Ja, von. Eigentlich von der zweiten Liga auch manche, zum Beispiel wenn das Lincoln City absteigen würde, zum Beispiel. Ah, oh, das ja, das sicher auch, ja. Oder bei dir Exeter wahrscheinlich. Ja. Oder Celtic zum Beispiel. Ah. Ja, Celtic wäre heftig. So wie Rangers wäre auch heftig eigentlich für mich. Aber ich weiß, wer es bei den Rangers raushaut. Der Langhans und der Sickinger. Ah, schlechte Flanke. Ja, erster Wechsel kommt. Eigner geht. Leider nicht so viel gesehen, aber generell offensiv waren da nicht so viele. Hochbegeistert. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Kerschbaumer. Gibt es nicht. Ja, ich muss ehrlich sagen, Alltag habe ich natürlich eine hohe Erwartungshaltung gehabt, gebe ich offen jetzt zu, wegen dem zweiten Platz in der Öseliga. Spoiler-Alarm. Warum? Nein, eigentlich nicht mehr. Blödsinn. Nein. Warum? Wir sind ja nicht mehr im Stream. Entschuldigung. Und? Alter, was machen die jetzt mehr? Habe ich jetzt gar nicht gesehen, habe mich jetzt so konzentriert. Auf jeden Fall habe ich dann eine hohe Erwartung gehabt. Dann das Testspiel gegen Salzburg war natürlich bitter, dass der von 4:1 auf 4:4. Aber ich glaube, das war der Knackpunkt irgendwie. Seitdem läuft es nicht bald. Seit dem Testmatch. Aber noch ist eine halbe Stunde zu spielen. Ganz wichtig, da nicht umzufliegen. Ja, ganz wichtig, dass der nicht gefallen ist. Entschuldigung. Kein Problem. Boah, jetzt wird schwer mit dem Wechseln. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert und schwer.
Ja gut, Meilinger bekommt Gut, seine du kannst doch Chance. Z2M. Ich habe mir immer überlegt, eine Mannschaft zusammenzustellen mit so Spielern mit so coolen Namen. Oh, schön. Will Pissinger und so. Das gibt es nicht. Man muss aber vor allem dann Pisscheck spielen. Ja, sicher. Pissinger pisst ihn an oder checkt es. Oh, der war schön, der Ball. Oh. War gut abgefangen. Das gibt's echt nicht, das gibt's einfach nicht. Der Ball will nicht ran. Das. Mann. Jetzt hadert man. Ordentlich mit die Chancen hier. Abseits. Oh, Scheiße. Abseits, ja. Heute. Nein. Heute war's, der Renner ist angespielt worden, nicht der. Na, schade. Der Meierlinger, der hat früher bei der Austria gespielt. Schau schon. Habe ich noch einen Wechsel? Ja. Schön. Schön, Kerschbaumer. Oh, das war nicht gut jetzt vom Verteidiger. Oh. Wow, schön. Ja, hat er gut gemacht. Das musste sein. Hat er gut gemacht. Ah, das war gar nichts. Das Jo. war nicht so gut. Oh. Fast. Boah, das war nix. Oh, das war nichts. Ja, das ist wohl gelaufen. Das Sag ich mal stimmt. vorsichtig. Ah, der bleibt stehen. Oh. Na, heute will's nicht. Da will kein Tor ran. Puh. Da will kein Tor ran heute bei den Altachern. Etwas
unverdient, sage ich mal, Mattersburg, aber doch. Aber gut, verteidigt. Wenn man eine Chance nicht macht, bekommt man sie. Das ist im Fußball so. Damit muss man leben und damit bleibt auch Alltag im Keller. Und Mattersburg schiebt sich jetzt rauf. Und ich verkünde die Tabelle eben für diese Runde, jetzt für Runde 3. Innsbruck und die Austria haben 7 Punkte, führen damit an. LASK, Salzburg, Hartberg und Sturm Graz mit 5 Punkte auf Platz 7. Dann Mattersburg mit 3 auf der 8, Rapid mit 3 auf der 9, WAC mit 3, St. Pölten 2, Altach und die Admira 0. Und hier die Highlights, hier das 1:0. Ja, schön gemacht von, wie heißt du? Cefte? Wie sprichst du denn aus? Ja, Cefte. Cefte. Von Cefte heißt du? Das hier auch schön gemacht. Renner, ein richtiger Renner war das. Ja, Zirkov da mit Gelb. Bisschen glücklich. Ja. Hätte auch anders ausgehen können. Wenn nicht sogar fast müssen. Na, müssen. Sehe nicht so eng bei hinten, wenn es nicht so wirklich brutal ist. Ja, da Kerschbaum, der hat Zeit gehabt. Einer der vielen, der hat zwar die Stange gestriffen, aber das bringt halt nichts. Dann Augustin. Probiert es mal aus der zweiten Reihe. Hat man nichts im Fußball. Ja, Kuster auch schon natürlich stark. Und hier Dobras. Auch eben von Kuster noch pariert. Ah, jetzt weiß ich, dass ich die Trikotnummer mal ändern sollte. Das habe ich mir auch bei manchen schon gedacht. Dann Augustin hier nochmal ganz allein, der versucht da ins kurze Eck irgendwie zu scherzeln. Ja, da sieht man, wie viele Chancen eigentlich man hatte. Ja. Und dann der. Ja, den wollte er schön machen, bringt halt nichts mehr, weil lieber wäre drin gewesen und unschön. Ja, von schön spielen nutzt nichts, das hat man gesehen bei Maltersburg. Genau. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann noch rein. Ciao. Gut. Und beim nächsten Mal sehen wir uns in der zweiten Liga, muss man sagen. Bis dann. Jawohl, zweite Liga stehen an. Ciao. Ciao.